Herzlich willkommen zu unserer Sendung Brinkmann und Zimmermann. Und Sie wissen, das ist die Sendung, wo wir immer uns einen Gast einladen und ihn dann so richtig in die Zange nehmen. Wir, das sind Frau Dr. Monika Zimmermann, Vorsitzende des Berliner Presseclubs. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Und wir beide haben uns heute eingeladen, Antje Kappeck, die Vorsitzende der Grünen, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin. Herzlich willkommen. Wenn Sie sich die Zahlen Ihrer Partei angucken, in den letzten Wahlen, das ist nicht berauschend, auch im Bund nicht. Was ist los in Ihrer Partei? Naja, da gibt es ja tatsächlich glücklicherweise recht unterschiedliche Ergebnisse. In NRW war das Ergebnis für die Grünen absolut nicht schön. Es war bitter und ich glaube, man wird die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen müssen. In Schleswig-Holstein eine Woche davor haben die Grünen ein ausgesprochen erfreuliches Ergebnis erzielt. Und das zeigt, dass es sich lohnt, auch landespolitisch, aber auch auf der Bundesebene ein eigenes, scharfes Profil zu erarbeiten und nach außen zu vertreten und vor allem deutlich zu machen, warum Grüne in eine Regierung gehören. Und das ist an der einen Stelle besser als an der anderen gelungen. In Berlin regieren Sie ja mit seit dem letzten, was war's, Dezember, September. Und was hat sich für Sie jetzt geändert, seit Sie mitregieren? Sie waren vorher Fraktionsvorsitzende, sind es jetzt. Es ist schöner, die Opposition ist ja bekanntlich Mist. Wie hat sich da das Ihre Arbeit verändert? Ich habe deutlich mehr Gremiensitzungen als früher. Also wir sagen manchmal spaßhaft, man kann sich auch tot abstimmen, aber es spielt Ach, das sagen auch die Grünen inzwischen. Das sagen selbst die Grünen. Genau, bis sie danach da auch kamen, ne? Aber man braucht natürlich auch erstmal so ein paar Wochen, bis man sich eingefunden und eingespielt hat, muss aber jetzt schon nach einem halben Jahr in Regierungsverantwortung sagen, es ist schon wirklich toller Job. Gerade als Fraktionsvorsitzende hat man Einblick in alle Politikbereiche. Man verfolgt auch mit, was alle Senatoren so treiben und planen und vorhaben und kann es natürlich auch zu einem guten Stück mitsteuern. Und das ist Aber insgesamt haben Sie ja Glück gehabt, dass Ihre Wahl sozusagen in der Reihe der vier Wahlen die erste gewesen ist. Denn wenn Sie jetzt wählen müssten, glaube ich, wäre das vielleicht unter dem Eindruck der drei Vorgängerwahlen vielleicht nicht mehr ganz so gut ausgegangen, oder, für die Grünen? Also zum einen bin ich natürlich auch als Mitglied des ehemaligen Spitzenteams überzeugt davon, dass wir einen hervorragenden Wahlkampf in Berlin gemacht haben. Aber es ist festzustellen, dass wir natürlich ein Stück weit auch an den Bundestrend gekoppelt sind. Und zumindest bei der letzten Umfrage in Berlin sind unsere Werte auch etwas abgesagt. Sie sind aber im Bundesvergleich noch auf einem relativ hohen Niveau für aber Grüne. Es ist ja Zeit, bis zum 24. September können Sie das noch aufholen. Das werden Kommen wir auch. Mal zur Berliner Politik. Ganz aktuell ein Fall, über den wir vielleicht als erstes reden wollen. Fall Amri, der Innensenator, stellt Strafanzeige gegen Unbekannt im LKA. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Jedenfalls halte ich das für sehr ungewöhnlich. Was war denn gestern am Donnerstag letzter Woche im Abgeordnetenhaus in der Diskussion Neues zu erfahren? Der Innensenator hat vor allem erstmal alle Parteien darüber informiert, was er tatsächlich herausgefunden hat in der Behörde, dass es hier Vorgänge gegeben hat, die in dieser Form nicht hinnehmbar sind, die auch strafrechtlich zu verfolgen sind, die wahrscheinlich auch personelle Konsequenzen haben müssen. Und vor allem waren wir uns alle darin einig, dass das eventuell nur die Spitze eines Eisberges ist und wir deshalb alle Kräfte anstrengen müssen, um hier lückenlos aufzuklären. Was machen die Grünen? Was machen Sie denn jetzt? Verlangen Sie nach einem Untersuchungsausschuss? Reicht Ihnen der Sonderuntersucher? Was haben Sie jetzt vor? Was ist Ihr Plan sozusagen in diesem Fall? Also ich finde, dass die jüngsten Erkenntnisse vor allem erstmal eine ganz große Bestätigung von Bruno Joost als Sonderermittler sind, denn ohne ihn wären diese Vorkommnisse überhaupt nicht ins Tageslicht bekommen. Das war also wirklich eine richtige Entscheidung, ihn zu berufen, und er macht innerhalb von kürzester Zeit einen sehr, sehr guten Job. Wir werden dabei wollen Sie es belassen bei Herrn Joost. Wir werden uns jetzt sehr zeitnah mit dem Innensenator und auch mit dem Sonderermittler noch mal darüber verständigen, was ist Stand der Dinge. Und wir halten uns, das haben wir auch immer gesagt, auch die Option offen, einen Untersuchungsausschuss zu berufen.
Ich finde aber, ein Untersuchungsausschuss kann nur ergänzend zu einem Sonderermittler arbeiten, denn da hat man gar nicht die gleichen Akteneinsichtsrechte. Insofern arbeitet ein Untersuchungsausschuss anders, aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Wir haben ja auch schon viele Untersuchungsausschüsse, die ziemlich viel Zeit fressen. Und am Ende aller Enden ist das Ergebnis dann auch manchmal mau gewesen. Aber also ergänzen und zusammen denn das ermitteln. Aber es ist eine ernsthafte... Wie lange wird es dauern, was glauben Sie? Das kann ich nicht vorhersagen. Wir werden auf jeden Fall uns mit Sicherheit noch bis Ende des Jahres damit intensiv beschäftigen und dann muss man evaluieren, ob man auch noch weiterarbeiten muss. Ich glaube, es reicht aber nicht, dass man sich nur die Berliner Ebene anguckt, auch in NRW und vor allem auf der Bundesebene braucht es hier eine gezielte Untersuchung. Das kann dann noch spannend werden im Wahlkampf. Vielleicht kommt da ja noch was raus. Ich habe mal eine ganz andere persönliche Frage an Sie. Warum sind Sie eigentlich bei den Grünen? Sie sind im Grunde genommen eine untypische Grüne. Warum das? Sie sind so normal. Das nehme ich jetzt mal auch als Berlinerin als Kompliment. Sie sind verheiratet mit einem Mann. Sie haben zwei Kinder. Ja. Sie haben ein Studium. Sie haben einen Lebenslauf, der einigermaßen, ich sag mal, gerade war. Sie haben Geografie studiert, sind sozusagen, haben sich mit Stadtplanung befasst. Warum sind Sie bei den Grünen gelandet? Sie sind nicht echauffiert, wenn Sie reden, sondern immer sachlich. Meistens. Sind nicht hysterisch. Ich bin bei den Grünen. Haben keine roten Haare, Grüne auch nicht. Ich bin bei den Grünen, weil die Grünen für ein selbstbestimmtes Leben stehen und jedem ermöglichen, nach seiner Fasson zu leben. Das können Sie auch in der FDP haben. Selbst verheiratet und mit zwei Kindern. Ja, aber der große Unterschied zwischen den Grünen und der FDP ist, dass die Grünen auf einen gesellschaftlichen Wandel, auf Lebensqualität für alle Menschen setzen. Das ist eine Gemeinschaft, eine Partei, die für die Gemeinschaft etwas bewirken will, während die FDP vor allem Vorteile für die Individuen versucht zu erkämpfen. Sie will das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen sozusagen stärken. Ich habe ein großes Interesse daran, dass die Bedingungen für alle Menschen... Und Sie fühlen sich auch zu Hause bei den Grünen? Das ist meine Partei und ich fühle mich sehr zu Hause. Mein Vater war schon bei den Grünen, deshalb habe ich es mir schwer mit dieser Entscheidung getan. Apropos Vater oder Eltern, sind Sie etwas 68er geschädigt? Ich habe so, nachdem ich Ihre Biografie nachgelesen habe, das Gefühl, Sie hatten schwer zu kämpfen zu Hause. Zum Beispiel Weihnachten einzuführen, habe ich in einem Artikel gelesen. Bei Ihnen zu Hause gab es kein Weihnachten. Und Sie mussten es erst, als Sie Kinder hatten, Ihren Eltern beibringen, wie man Weihnachten feiert. Ist das so? Ist doch eine schwere Schädigung, die Sie... Nee, geschädigt wäre ich, wenn ich es heute nicht schaffen würde, Weihnachten zu feiern. Auch an der Stelle muss ich sagen, selbstbestimmtes Leben. Ich musste auch meine Eltern zunächst zwingen, sondern ich habe einfach irgendwann für mich entschieden, mir macht das Spaß, ich möchte das. Der Kommerzvorwurf, der früher im Raum stand, den muss man ja nicht leben und kann trotzdem Spaß an diesen Tagen haben. Ich genieße das. Ich genieße das in vollen Zügen, meine Kinder auch. Und mittlerweile haben auch meine Eltern erkannt, man kann ja die Dinge auch selbst in die Hand nehmen und sie so gestalten, wie man möchte. Und die Plätzchen, kleine Zwischenbemerkung, haben alle die Form einer Sonnenblume. Nein. Das ist eine Nein, ich setze auf Vielfalt. Es gibt alles bei mir. Nein, aber mal ganz im Ernst. Der Ernst der Frage ist ja, also Sie sind offenbar ja in so einem 68er-Haushalt groß geworden. Wie hat Sie das geprägt? Also es war nicht ganz ein 68er-Haushalt, dafür waren meine Eltern zu jung. Mein Vater war tatsächlich so fast Mitbegründer der Alternativen Liste in Berlin und war sehr engagiert in der Hausbesetzerszene, hat so in den frühen Jahren der Grünen in Berlin sehr viel Aktionskultur mitgeprägt. Meine Mutter war Punk und hat in besetzten Häusern gelebt. Das ist also eigentlich eher ein bisschen... Wie fühlt man sich da als Kind? Später. Ich fand die besetzten Häuser jetzt nicht so toll und habe mich deshalb auch für einen anderen Lebensweg entschieden. Aber ich habe, glaube ich, doch gelernt, dass es sehr unterschiedliche Lebensentwürfe gibt und dass jeder für sich den Weg finden muss, der zu ihm passt und dass man das mit Respekt behandeln muss. Allerdings bin ich, wenn es um Kinder geht, aber Sie sind schon eine Art Gegenmodell zu Ihren Eltern, oder?
ich bin das Modell Antje und das ist total okay und meine Eltern finden das super und ich finde auch die Art, wie meine Eltern heute leben, toll. Und ich bin ganz gespannt darauf, welchen Weg meine Kinder irgendwann mal gehen. Hauptsache, sie haben gute Startbedingungen, nicht nur sie, sondern auch all ihre Freundinnen und Freunde, egal aus welchem Elternhaus sie kommen. Ich finde, das ist die Aufgabe von Politik, gerade den Menschen, die noch am Anfang ihres Lebens stehen, allen gleiche gute Startbedingungen zu schaffen. Und da haben wir in Berlin leider noch einiges nachzuholen. Na, da sind Sie ja jetzt an der Regierung, um das zu ändern. So ist das. Da ist Modell Anke ja gut. Und ich sage mal, Hausbesetzerzähne, Wohnungsbaupolitik, Mietenpolitik in Berlin, ja, da sind Sie ja schon vorgeprägt. Hausbesetzung war ein Mittel, das zu ändern in früheren Zeiten. Heute versuchen Sie das durch die Politik. Was schaffen Sie denn bisher oder haben Sie bisher geschafft, als grüne Regierungspartner, das zu ändern? Mietpreisbegrenzungsgesetz hat nicht funktioniert. Ja, soll nun endlich geändert werden. Was ist denn der grüne Anteil daran? Also um vielleicht noch mal mit einer mehr aufzuräumen, ich habe mich an keiner Stelle dafür ausgesprochen, dass jetzt alle Häuser in Berlin besetzt werden sollen. Die Debatte hat es aber gegeben, deshalb sage ich es sicherheitshalber nochmal. Was wir geschaffen haben, wir haben uns wirklich, wirklich Mühe gegeben in den Koalitionsverhandlungen, darum zu ringen, dass jede auch nur ansatzweise vorhandene Möglichkeit im Wohnungs- und Mietenrecht von uns angepackt und wahrgenommen wird. Deshalb haben wir als Sofortmaßnahmen zum Beispiel alle Mieterhöhungen bei den Landeseigenen zurückgenommen. Wir haben jetzt gerade kürzlich im Abgeordnetenhaus ein sogenanntes Vorschaltgesetz erlassen mit sehr vielen Regelungen, die es Mietern im alten sozialen Wohnungsbau erleichtern sollen, in bezahlbaren Wohnungen zu verbleiben, und haben für die nächsten Monate, daran arbeiten wir gerade sehr intensiv, ein neues Wohnraumversorgungsgesetz auf dem Hausaufgabenzettel. Aber ist das nicht genau der falsche Weg? Wenn Sie Nein. Und ja, das sagen Sie. Ich frage Sie aber, wenn Sie wollen, dass Berlin mehr Wohnungen hat und auch mehr bezahlbare Wohnungen, das ist ja Ihr Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man dann nicht die Anreize setzen, damit der Privatmann auch mehr Wohnungen baut? Sie sehen es immer sozusagen von dem Staat, dass der Staat das machen muss. Nein. Das ist im Grunde genommen, da treffen Sie sich mit Ihrem Koalitionspartner, den Linken. Aber im Grunde genommen muss man doch dem kleinen Häuslebauer Anreize geben, dass er Häuser baut, wo auch noch womöglich Mietwohnungen drin sind. Da bin ich voll bei Ihnen. Wenn Sie mir eine Minute Zeit geben, um das zu beantworten. Ja. Wohnungspolitik ist ein bunter Blumenstrauß an vielen verschiedenen Maßnahmen. Ein Teil davon kann auf der Landesebene angepackt werden, das tun wir. Der Rest ist Bundespolitik, weshalb diese Bundestagswahl auch so unglaublich wichtig ist. Denn vieles muss im Bundesbaugesetz und an anderen Stellen geändert werden. Aber ich gehöre zu denen, die sagen, alles, was ich staatlich kontrollieren kann, muss ich als Staat versuchen. Aber darüber hinaus sind 80% des Wohnungsbaus und der Vermieter in Berlin private. Die kann ich nicht außen vor lassen. Naja, mit Mietpreisbremse. Moment mal. Und die muss ich deshalb ins Boot holen. Ich will deshalb A, ein Bündnis mit den Privaten. Ich möchte B, ein Siegel, faire Vermieter, dass ich gemeinsam mit der privaten Wohnungswirtschaft erarbeite. Und C, und das halte ich für ein wirklich gutes Konzept, das trifft Ihre Idee, ist die Wiedereinführung der guten alten Wohngemeinnützigkeit. Das heißt, steuerliche Vorteile für private Vermieter, die gemeinnützigen, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das sind sehr gute Vorschläge von Antje Kappeck, der Fraktionschefin der Grünen im Abgeordnetenhaus. Und wir hoffen, dass das vielleicht was wird. Wir machen eine kleine Werbepause. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen Geld verdienen. Und dann sind wir wieder da. Dr. Monika Zimmermann. Und Peter Brinkmann. Jawohl. Bis gleich.